Liebe finden. Liebe Friends, liebe Fakos und Fakis, liebe Fakats und Fakrinios, liebe Fakachikis, liebe Fakosons und Fakos Totiers, liebe Fakos und Fakovos, Fakovas, Fakenberos, Fakals und Fakoyes. Und vor allem, herzlich willkommen, ihr lieben Fakalis, in meinem neuen Studio. Das ist nur ein einmaliger Versuch, um mal mit euch die Sendung zu testen. Und zwar ganz allein. Ich hatte das noch mit dem Regisseur im Hintergrund, aber es hat einen Tipp gehabt, dass ich einen Fehler gemacht habe beim Einblenden. Ich habe nämlich jetzt hier Hardware. Seht ihr da das Knöpfchen? Da habe ich ein Knöpfchen, ich überblende jetzt. Da kann ich die verschiedenen Sachen zeigen. Zum Beispiel hier der Bildschirm, von dem, was ich euch zeige. Hier der ganze Raum und hier nur ich. Und erstaunlicherweise erscheint auf meinem YouTube-Studio immer noch kein Stream. Aber ich bin offenbar live. Sehr seltsam, aber so ist es. Wie auch immer, das erste grosse Interview wird folgen, aber das ist wie gesagt mehr eine Testsendung, darum die komische Uhrzeit, um herauszufinden, ob das alles läuft. Heisst aber nicht, dass ich heisse Inhalte habe für euch, weil wir leben ja jetzt, wir werden zwar als Nazis beschimpfen, aber in Wahrheit werden wir nur von den Hützis als Nazis beschimpfen. Wer sind die Hützis? Das sind die Hygienesozialisten. Früher hatten wir Nationalsozialisten, heute haben wir die Hygienesozialisten. Und die Hygienesozialisten fühlen sich den Nationalsozialisten wahnsinnig überlegen, weil sie... Wieso eigentlich? Wir wissen es nicht. Die Unterdrückung funktioniert auf allen Touren, auf allen Spuren. Wir sind unterwegs in die Impfapartheit. Wer keine Impfung hat, wer sich nicht impfen lassen hat, der ist irgendwie einfach auf der falschen Spur. Genau. Okay. YouTube streamt nicht, alle anderen Kanäle schon. Das heisst, es gibt einen Re-Upload am Schluss auf oder einen Upload nachher auf YouTube. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn ich etwas Falsches sage, kann ich das wieder zensieren. Selbstzensur exerzieren. Und jetzt geht's los. Schaut da, was habe ich für euch? Vielleicht gerade als erstes Mal ein Drittel von der Impfung. Schaut mal, ein Drittel erste Impfung. Das sagt die Schweizer Impfkampagne gerät in Stocken. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Impfbereitschaft unter der breiten Bevölkerung durchaus höher sein könnte. So kann man schön reden. Man heisst also, man hat nichts erreicht, was man erreichen wollte. Es zeichnet sich ab, dass die Auslastung bereits in 2 Wochen nachlässt. Und deshalb der Aufruf an alle, sich jetzt für einen Termin anzumelden. Appelliert Drütsch. An diesem Aufruf schliesse ich mich heute anschliessen, weil du und ich, wir sind erwachsene Menschen und wir wissen genau, welchen Stoff wir uns zuführen wollen und welches nicht. Das gilt nicht nur für Pharmastoff, das gilt auch für medialen Stoff, für Content, für Inhalt. Und genau, das ist also deine freie Entscheidung, auch wenn uns der Bundesrat unseren Glauben machen, dass es doch ein bisschen anders ist. Wir reden da von Solidarität, er redet von, ich sage dem Gruppenzwang. Aber nochmal, es steht jedem frei, sich mit einem Impfstoff zu impfen, wo man nicht frei darüber reden darf. Das ist extrem wichtig. Wenn du dich willst impfen mit einem Impfstoff und nicht frei darüber reden darf, geh dich impfen. Aus Solidarität, aus Gruppenzwang oder aus anderen Gründen. Das ist deine freie Wahl. Ich für mich selber, ich zögere noch ein bisschen. Ich warte, glaube ich, noch ein bisschen ab. Und mit dem Urteil, mit dieser Einschätzung bin ich heute allein. Ich bin nicht der Einzige, der abwartet. Nämlich auch 20 Minuten Leser und Loser und Schauer sind ähnlicher Meinung. Das sehen wir nämlich hier. Seht ihr? Wir haben hier die Impfabstimmung, 12'000 Abstimmungen, 48% sagen «Nein, ich lasse mich nicht impfen». Und 13% sagen «Ich will noch warten». Das heisst also, im Moment haben die Leute, die noch warten wollen und oder sich nicht impfen wollen, sind mit 61% in der Mehrheit. Zumindest auf dem mehr oder weniger sexy 20 Minuten. Das ist interessant, weil 20 Minuten ist ein besonders... nicht besonders, ich würde sagen, es ist nicht gleich stimmt wie der Blick und die anderen Medien, Massenmedien, aber sind sehr bundesrathörig, sehr auf die Linie vom System. Und trotzdem sind die Leser anscheinend mündiger, als dem Bundesrat lieb ist. Es läuft und läuft und läuft also nicht so gut mit der nationalen Impfkampagne. Und man kann sich fragen, was macht man mit den 61%, die sich nicht impfen lassen? Wie lange tut man die diskriminieren? Wie lange tut man die schlechter behandeln als der Rest der Schweizer? Vielleicht sind wir sogar eine Mehrheit.
dann werden wir unterdrückt und dann haben wir wirklich eine Apartheid, wie es ja auch in Südafrika war, wo die weiße Minderheit die schwarze Minderheit unterdrückt hat. Dort kann man sagen, es ist genetischer Natur, damals ist mRNA ethischer Natur, wie auch immer. So, und jetzt gehen wir da los. Schaut an, der Corona-Pass fürs Handy ist da. Ist das eine grossartige Nachricht? Corona-Pass fürs Handy, könnt ihr jetzt abladen. Ihr könnt euch abheben als Übermenschen, als Supermenschen, als bessere Menschen, die solidarisch sich zeigen. Und ihr könnt darum also loslegen. Ihr habt gemerkt, meine Satire-Sending einblenden kann ich nicht machen, weil das ist natürlich mit einer alten Software. Da müssen wir schauen, ob ich mit Untertiteln und so weiter kann agieren. Im Moment müsst ihr einfach mit einem kalten, nackten Bild von mir Vorleben nehmen, wobei nackt, nein. Das kommt dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Dann haben wir da etwas wahnsinnig Faszinierendes. Sagen da. Jetzt gibt es also schon eine Art ein Mashup. Jetzt gibt es also schon im Impfen Mashup-Impfungen. Man sagt immer Crossover-Impfungen. Man tut also quasi verschiedene Impfungen miteinander mischen. Oder? Weil man glaubt, dass man so die Immunität kann erhöhen kann. Weil eine Studie, die natürlich noch nicht peer-reviewed ist, gibt einen Eindruck darauf, dass das so könnte sein. Und die Engländer schwärmen schon ganz davon, dass man jetzt da 600 Leute geimpft und die Ergebnisse sind vielversprechend. Und man muss doch sagen, wenn 600 Leute ein vielversprechendes Ideal, Bild abliefert, wieso denn nicht gerade 60 Millionen Engländer oder 6 oder 8 Milliarden Menschen durchimpfen? 600 Leute, das muss lange in Zeiten von einer Zombie-Apokalypse, können wir nicht länger warten. Impfen, 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 impfen. Und jetzt ist aber so, schaut da, es hat da einen Artikel in 20 Minuten und da würde ich betonen, das finde ich nicht lässig. Oder? Es gibt da jetzt Leute, die heftig blutet, heftiger als sonst, sagen sie. Und da ist tatsächlich in 20 Minuten gestanden, dass da Frauen gibt, die klagen über veränderte Perioden. Oder? Das hat man, da sind wir jetzt mit einigermaßen mit Überraschung zur Kenntnis. Aber die Information, dass man wegen dem unfruchtbar wird, das ist totale Fake News. Da würde ich betonen, das ist totale Fake News. Total! Das ist das totale Fake News. Oder? Und darum, aber, was aber sicher kann sagen ist, es gibt Indizien dafür, dass Frauen plötzlich zweimal Perioden bekommen, viel mehr blutet, also quasi es sprudelt nur noch so aus ihnen raus. Das ist die Menge an Blutwasch ganz schön, ganz schön unangenehm. Entschuldigung, unangenehm, sagt der TV29, ich blute normalerweise nur sehr schwach und so. Aber jetzt auch da sagen sie, wahrscheinlich, ist es einfach die Nervosität vor der Impfung. Ist das so psychosomatisch, hat mit der Impfung nichts zu tun. Es ist nicht bewiesen, dass man etwas zu tun hat. Gut, man hat Langzeiterfahrungen. Aber ich möchte betonen, mit der Impfung hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist nicht bewiesen. Stressentzündungen oder Beeinflussungen der Immunzellen, wir wissen es nicht. Und wir sind da positiv denken die Menschen und wir denken, die Mädchen und die Frauen sind einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, haben einfach ein bisschen ein schwaches Nervenkostüm. Oder? Wenn man ein schwaches Nervenkostüm hat und sich impft, dann blutet man halt wie eine geschächtete Sau. Das kann halt hin und wieder passieren. Hat nichts, aber wirklich rein gar nichts mit der Impfung zu tun. Ich merke gerade, diese Sendung lade ich auf YouTube auf den dritten Kanal auf, weil ich verbreite keine Fake News, aber Satire weiss nicht, ob es ankommt. Und dann sage ich mal, gehen wir auf Nummer sicher. So, auf jeden Fall, alles wahr. Umso wichtiger, dass auf YouTube und Facebook und überall, wo man kann teilen kann, teilen, abonnieren und so weiter. Tun es re-uploaden, downloaden, re-uploaden, machen, was ihr wollt. Alle meine Inhalte sind in unzensierter Version, in unkürzter Version, kann man das frei verbreiten. Außer man arbeitet im Mainstream, dann darf man das nicht. Übrigens, der Mainstream, eine Journalistin, eine junge Journalistin namens Rebecca, mehr sage ich nicht, sehr sympathische Frau, habe ich in Neuburg getroffen, mit der Drohnenmaske verrate ich nicht. Die wollte mich haben für einen Artikel im Blick und ich habe dann zuerst dankend abgelehnt. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass Leute in meinem Zuschauerumfeld befragt worden sind vom Blick. Und die haben leider oder tatsächlich Auskunft gegeben. Und jetzt habe ich einen Blick geschrieben, schickt mir eure Fragen, ich will doch Stellung nehmen. Und jetzt bin ich gespannt, ob die ihren journalistischen Pflichten nachgehen und mir ihre Fragen stellen, damit ich Stellung nehmen kann. Oder? Oder ob es einfach nicht übergeht. Wir werden erfahren, wie seriöser Journalismus im Blick funktioniert. So, gehen wir weiter. Wo haben wir da? Da haben wir nichts. Da können wir zumachen. Dann schaut da etwas Unglaubliches, völlig aus dem Zusammenhang.
In der Schweiz ist die Jahrestemperatur um 1,3 Grad zurückgegangen. Und da findet man, erstaunlicherweise, einen langen Artikel. Über Wochen waren im Frühling immer wieder Frostschutzmaßnahmen nötig. Ah doch, Rückgang um 1,3 Grad. Gleitende Jahrestemperatur letztes Mal. Schaut, einen langen Artikel, einfach einen langen Artikel. Und dann denkt, jetzt redet so sicher von der Klimawärmung. Und dann habe ich Klima eingegeben und er sieht null Treffer. Und dann gebe ich RW ein und er sieht null Treffer. Das heisst also, sie bringen es fertig in den Zeiten der Klimapokalypse. Ich sage dem so, Klimapokalypse. Das haben wir also jetzt die totale Hitze. Oder? Wir haben ja bald Palmen am Zürichsee. Die hat man uns versprochen. Wir haben es noch nicht bekommen. Wir müssen immer noch in den Sinn reisen, zum ersten Palmen sehen. Aus einem Gewächshaus vielleicht. Aber wir können jetzt also immer noch hoffen, weil mit dem Klima hat das nichts zu tun. Weil wir haben gelernt, wenn das Wetter scheiße ist, wenn das Wetter kalt ist, oder wenn der Tag kalt ist, dann ist es das Wetter. Und wenn es heiß ist draußen, dann ist es das Klima. So einfach strukturiert funktioniert die Welt. Dann sagt man Scientismus, der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist als höchste Gut. Und Wissenschaft heisst nicht wissenschaftlich denken. Wissenschaft heisst Wissenschaftler glauben. Und das machen alle vom SRF zum Blick zum 20 Minuten. Und vor allem auch im Bundesrat und Taskforce wahrscheinlich auch. Weil Taskforce hat ja seit Anfang fertiggebracht, nicht eine einzige richtige Prognose abzuliefern. Da muss man zuerst mal fertig bringen. Keine einzige richtige Prognose. Und jetzt ein anderes Thema. Ihr seht da, ein Forscher hat in einem Zürcher Club testen wollen, wie sich Superspreader-Events verhindern lassen. Aber der Bund hat ihm das nicht wollen zulassen. Es ist wahrscheinlich einfach zu gefährlich, weil man hat gemerkt, in Texas hat man einen Boxkampf gehabt mit 63'000 Menschen. Und was ist passiert? Das totale Nichts. 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 Sowohl Texas wie auch Florida hat unterdurchschnittliche Corona-Zahlen, obwohl Florida zum Beispiel schon im letzten September alle Massnahmen samt Maskenpflicht aufgegeben hat. Übrigens Maskenpflicht. Es besteht berechtigte Hoffnung, dass der Bundesrat nervös ist vor der Abstimmung am 13. Juni und noch vor dem 13. Juni zumindest wird ankündigen, dass Maskenpflicht gefallen gelassen wird. Natürlich nicht für immer. Das werde ich nie versprechen. Aber so einfach bis nach der Abstimmung plus minus ein paar Monate. Und dann können wir im nächsten Oktober uns die Winter wieder umschnallen. Das ist die gute Nachricht für alle Leute mit Inkontinenz im Maulbereich. Und die können weiterhin Masken tragen. So. Und jetzt also noch etwas anderes. Ich wollte das doch da zeigen. Wir haben da noch einen wunderbaren Artikel. Das Open Air St. Gallen gesehen. Oder Open Air St. Gallen redet für die ganze Kultur. Oder die können das. Ihr seht, wenn jemand etwas weiss von Kultur, dann ist es Open Air St. Gallen. Ich habe gehört, dann jetzt auch Migros dort und Bankomaten. Wo ich das letzte Mal hingegangen bin, ist es wirklich noch, wie soll ich sagen, ein bisschen romantisch gewesen. Aber ich bin einfach ein alter Sack geworden. Heute kann man so auch Leute anstellen, die dir Zelt aufstellen. Habe ich gehört. Und man kann... Jetzt kommt gerade jemand rein. Wir sind leider gerade am Livestreamen. Ist kein schlechter Moment. Auf jeden Fall, ich habe ihr gesagt, eigentlich nur am Vormittag. So läuft es. Das ist, wenn jemand will, das Buff da rein, putzen gehen. Aber heute geht das leider nicht. Wir sind live on air. Sie muss darum sich noch ein bisschen gedulden zumindest. Auf jeden Fall sehen wir da das Open Air St. Gallen. Also, die Kultur braucht ein Ja zum Covid-Gesetz. Und das Open Air St. Gallen redet darum gerade für alle Menschen miteinander. Und darum, ja, weil die können das. Oder gibt es etwas Kulturelles, als das Bilder im Hintergrund sieht? Ich sehe nicht. Nichts hat mehr Kultur als das. Das Gesetz schafft die befristete gesetzliche Grundlage für die dringend notwendigen wirtschaftlichen Unterstützungsleistungen wie die Kurzarbeitsentschädigung, die Corona-Erwerbsentschädigung und die Härtefallhilfen. Ohne diese Massnahmen hat die Kultur keine Zukunft. Also wenn man am 13. würde Nein stimmen, wäre Kultur tot. Für immer. Oder? Und darum, ohne diese Massnahmen hat die Kultur keine Zukunft. Ich habe es immer ein falsch verstanden, ich bin Idiot gewesen. Ich habe gemeint, die Massnahmen sind das, wo unsere Kultur am Rand von der Vernichtung getrieben hat. Wie auch immer, jede Stimme zählt für die ganze Eventbranche, für die Unterstützung von Kultur und Sport. Wir sagen klar Ja zum Covid-19-Gesetz am 13. Juni. Da sehen wir mal, so funktioniert Opportunismus. So funktioniert Geldgeilheit, Eierlosigkeit. Kein Hirn, kein Herz, kein Eier. Und wenn man das hat, dann kann man ein solches Statement machen, da, wie ihr es jetzt hier auf dieser wunderschönen Grafik auf dem Screenshot seht. Was für ein
Gesindel. Entschuldigung. So, und jetzt gehen wir da weiter. Was haben wir noch? Dauerhaftes Homeoffice schützt das Klima. 32% niedriger CO2-Abdruck. Ihr seht da, also wenn ihr es noch älter wollt, als minus 30,2 Grad, wenn ihr bald wieder wollt, auf dem Zürichsee Schlittschuhen, dann müsst ihr zuhause bleiben. Dann schützt ihr nicht nur Leute vor der Zombie-Apokalypse, sondern auch von der Klimapokalypse. Dann wird es wieder so kalt wie bei Ice Age und wir haben alles wieder, alle bald wieder so fröhliche Zeiten wie das komische, weißt du, das ein Eichhörnli mit den Eicheln. Nimm ich an, ist ein Eichhörnli, wie immer. Gehen wir weiter im Text. Da ein Stricker-Auto. Moderne Sklaven tragen Masken, Stricker-TV. Ungefragt, aber hoch erwünscht, hat jemand das Bild oder mein Logo, mein Schriftzug hinten an sein Auto gemacht. Ich bin stolz auf die Leute. Ich bin stolz auf euch. So, was haben wir noch? Die große Frage im Spiegel. Die große Frage im Spiegel. Können wir einen Live-Schnitt machen? Die große Frage im Spiegel lautet: Warum sinken die Zahlen trotz Lockerungen? Die Infektionszahlen in Deutschland gehen zurück. Woran das liegt und worauf es in den kommenden Monaten ankommt, erklärt der Experte Thorsten Lehr. Und ich kann euch versprechen, er wird sagen, oder? Etwas, was nicht in den Sinn kommt, das Wetter. Oder? Die Leute lassen sich jetzt während dem Sommer gegen eine Wintergrippe oder gegen eine Grippe-ähnliche Atemwegserkrankung impfen, wo, ja, wie wir wissen, Corona ist vor allem von November bis Mai unser Breitengrad aktiv, tätig ist. Oder? Und dort lassen sich impfen. Und der Grund ist natürlich eben, dass die ins Feld zurückgehen, ist nicht etwa das Wetter oder das Klima, sondern es ist das Impfen. Ist ein bisschen seltsam, weil vor einem Jahr war es genau gleich gewesen. Die Fallzahlen sind eigentlich nur so das Grundrauschen gehabt, von falsch Positiven und Einzelschicksal. Und jetzt, ja, jetzt ist es das Impfen, muss ich nicht sagen. Das ist also nicht das Klima, nicht das Wetter. Das ist eben ein bisschen kompliziert in der heutigen Medienlandschaft. Man muss immer wissen, was man darf sagen, was man kann sagen. Ja, man muss immer wieder den Blick lesen, um zu wissen, was stimmt. Was ist das offizielle Narrativ? Was wird vom WHO und von YouTube und von und so weiter vorgeben, damit man ja keine Fake News verbreitet. Oder? Weil selber denken ist out. Es ist besser, man hält sich an die offizielle Stellungnahme. Oder? Auch wenn man Opposition ist zu der Regierung, darf man das nur betreiben mit den Argumenten der Regierung. Wenn man sich die Argumente der Regierung nicht zu eigen macht, dann hat man als Opposition keine Existenzberechtigung und wird darum ignoriert von den Massenmedien und zensuriert von den sozialen Medien. So, und jetzt gehen wir weiter. Aber ich muss sagen, YouTube lässt mich immerhin reden. Kompliment an die. Und jetzt schaut mal das an. Das ist doch auch so etwas Fantastisches. Coronavirus-Backliste der Risikoländer. Die Liste der Staaten, der Gebiete, Erklärung zur Liste. Seht ihr da? Das ist so kompliziert. Die Backliste der Risikoländer. Die untenstehende Liste ist entscheidend für die grenzsanitarischen Maßnahmen. Da sehen wir wieder einen Hützi-Begriff. Grenzsanitarischen Maßnahmen. Die Backliste sagt aber nichts darüber aus, ob sie einreisen dürfen oder nicht. Denn für diese Information ist das Staatssekretariat für Migration zuständig. Also wir haben eine Liste der Risikoländer, aber die sagen nichts aus, ob sie einreisen oder nicht. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert, aber jetzt haben wir eine gültige Liste. Und seht ihr da, die fetten Länder, die fett markierten Länder sind neu dazugekommen. Und ich sehe da aber jetzt gar nichts fett markiert. Man kommt nicht raus. Die Sache ist einfach, je besser es in der Schweiz geht, je tiefer die Fallzahlen da, desto länger wird die Liste. Es ist kompliziert, sie machen es extra kompliziert, sie wollen dir und mir das Reisen vermiesen. Das ist einfach da, was sie wollen. Und das ist auch da, was könnt. Ich sollte mal anfangen, ich sollte mal einen Hip-Hop-Song machen. Ich muss mal an Martin McKay anrufen, dass wir zusammen einen Hip-Hop-Song machen. Weil ich rhyme ja richtig geil. Delta-Variante laut britischem Gesundheitsminister 40% ansteckender. Das ist übrigens die indische Variante. Eigentlich wollten die Briten in 2 Wochen alle Corona-Maßnahmen lockern, doch die Verbreitung der Delta-Variante führt jetzt zu einem Anstieg der Neuinfektionen. Das ist brutal, weil wir, das ist relativ brutal, weil, ich mich erinnere, vor ein paar Monaten, 4-5 Monaten, haben wir die britische Variante gehabt, wo 40-60% ansteckender ist, doppelt so tödlich und passiert ist das totale Nichts.
Und jetzt haben wir so etwas, was nur 40% ansteckend ist. Wir haben gesagt, dass der britische Variant 40-60% ansteckend ist. Und es wird, meine falsifizierbare Prognose, wieder nichts passieren. Aber ausgerechnet Briten, die Erfahrung haben mit ihren 40-60% ansteckenden Varianten aus Britland, aus Großbritannien, Britland, genau, die haben jetzt also die Idee, dass sie die Corona-Massnahmen noch ein bisschen verlängern, weil da eine Delta-Variante aus Indien kommt. Oder? Und in Großbritannien leben besonders viele Inder. Das weiß man vielleicht. Und wahrscheinlich haben sie Angst, dass sie da den Zombie-Apokalypse-Virus einschleppen. Es ist eine irre Zeit, die wir leben. Es ist eine irre Zeit. Das Wichtige ist einfach, dass wir merken, wir leben nicht unter Nazis. Die kann man lange suchen. Vor allem an den Demos findet man die nicht. Aber man findet Tutsis überall. Tutsis, es tönt herzig, ist es irgendwie aber auch nicht. Tutsis, der Hygienesozialismus, ist das, was über die Welt kommt. Impfapartheit von den Hützis ist das, was uns das Leben schwer wird machen. Wir müssen einfach tapfer bleiben. Und dann werden wir, ich bin ganz sicher, irgendwann wieder frei werden. Montana jetzt übrigens auch Impfpassverbot, also Impfpässe nicht ausgestellt und auch Firmen dürfen nicht Leute diskriminieren, die sie nicht impfen lassen. Oder in der Schweizer Webseite Leserkommentare sagen die Leute, ja, können alle selber entscheiden, die Firmen, wenn jemand nicht will, sich impfen lassen, dann kann er halt nicht zu der Geburt von seinem Kind kommen, von seiner Frau im Spital liegt. Wenn er sich impfen lässt, hat er Pech gehabt, muss er draußen bleiben. Da kann das Spital doch selber entscheiden, oder? Und wenn der McDonald's einmal nicht reinhocken lässt, weil er nicht geimpft ist oder keinen Impfpass hat, kann doch die Firma selber entscheiden. Kann man so sehen? Ist es dann aber auch in Ordnung, wenn ihr in einem Nachtclub einen Schwarzen reinlässt oder einen Schwulen reinlässt oder einen Alten reinlässt oder einen Behinderten reinlässt? Ist das alles okay? Oder ist es nur beim Impfen okay? Das ist die grosse Frage. Wir leben in einer komplizierten Welt, aber sie können ganz einfach sein, wenn sich die Menschen etwas würden zu Herzen nehmen. Freiheit ist wichtiger als Hygiene. Freiheit ist sogar wichtiger als Gesundheit. Ohne Freiheit ist alles nichts. Hebt euch Sorge und denkt daran, Corona ist vor allem ein Bier. Ciao miteinander.